Die folgende Sequenz ist ein Auszug aus dem Online-Training Next Level Project Skills. Um den kompletten Kurs zu kaufen, gehst du einfach auf www.pm-botschaft.com. Vielen Dank. Man sagt es ja gerne so leicht hin, man soll die Leute dort abholen, wo sie stehen. Doch das kann ganz schön knifflig sein, vor allen Dingen dann, wenn du die Leute gar nicht kennst. Du weißt nicht, was sind typisch sie im Speziellen in der Situation. Du kannst noch gar keine Empathy Map erstellen, wie wir es im vergangenen Modul gesehen haben. Und wenn, dann wäre das alles sehr hypothetisch. Und deswegen möchte ich dir eine Struktur mit an die Hand geben, ein Modell, das dir ermöglicht, garantiert alle Anwesenden anzusprechen und dort abzuholen, wo sie stehen. Denn erinnere dich mal an das Warm-up hier von Modul 6 und das Rätsel. Ich hatte dich gebeten, schau mal, wie du das Rätsel löst, wie du das angehst. Und da sind wir beim Denken, bei Denktypen. Wenn du einem neuen Problem, einer neuen Herausforderung in einer gänzlich neuen Situation bist, beziehungsweise dich gegenüber siehst, dann hast du eine gewisse Präferenz, wie du diese Herausforderung angehst. Natürlich hängt das auch immer damit zusammen, was du an Mittel zur Verfügung hast. Stell dir aber mal vor, dir stehen jetzt grundsätzlich alle Mittel zur Verfügung und du kannst frei wählen, wie du ein Problem löst. Wie gehen dann die Leute da das Ganze an? Wie gehst du das an? Und da sind wir bei einem Denktypenmodell, das in einem, ja, der Fachbegriff ist Emergenetics Test, ermittelt und abgefragt werden kann. Das sind knapp 300 Fragen, die dann ergeben, deine Präferenz ist hier und mit Tendenz zu dort und du würdest tendenziell das so angehen. Im Endeffekt entsteht da sowas hier, wie dieses Tortendiagramm. Es gibt genau 4 Denktypen und du hast in der Regel eine deutliche Präferenz. Auf die Art und Weise würdest du das Problem zunächst versuchen zu lösen. Und die gute Nachricht ist, wie du siehst, es sind grundsätzlich immer alle 4 Ausprägungen vorhanden. Das heißt, es ist hier kein, ich schieb dich mal in die Box und du bist der und der Typ und deswegen funktionierst du so und so. Nee, sondern wir haben alle Denktypen in uns vereint. Wir können alle Richtungen denken. Es ist nur so, wenn es was Neues gibt, dann verlassen wir uns auf bestimmte Dinge, die wir extrem gut können, eher als auf andere, die bisher noch nicht so viel geholfen haben, Herausforderungen zu bewältigen. Und da siehst du auch schon, ja, jetzt kommt es darauf an, in welchem Kontext, beruflich, andere Lebensbereiche, in welcher Situation ist das eigentlich? Und da kommt es auch wieder darauf an, wenn du diesen Test machen würdest, wirst du gebeten, dich in eine bestimmte Situation, zum Beispiel jetzt hier dein Job, deine Tätigkeit, deine Arbeit als Projektleiter, Projektmanagerin, aus dieser Sicht das Ganze zu beantworten, weil es könnte sein, dass du als Stürmerstar oder Schachass das ganz anders angehen würdest. Also darum geht es, dir gar niemanden in eine Box zu packen, sondern zu verstehen, wie kann man sich denn einer Lösung nähern? Welche Denkmuster stecken da dahinter? Und die lösen wir jetzt Stück für Stück gemeinsam auf. Und da kannst du schon mal schauen, gibt es da die eine oder andere Parallele zu der Art und Weise, wie du das Rätsel gelöst hast? Und da springen wir gleich mal in den ersten Denktypen, nämlich den strukturierten Denktypen. Das sind unter uns eher die Pragmatiker. Für die ist Organisation brutal wichtig, drum auch Struktur. Und sie legen Wert auf Planbarkeit, Vorhersehbarkeit. Und du siehst auch in so einer Projektpräsentation, das sind die, die diesen Meilensteinplan erwarten würden oder eine zeitliche Skizze des kritischen Pfades. Diese Personen mögen auch Leitfäden, Checklisten jedweder Art, klare Vorgaben, Standards, Abläufe, Regeln, an die sich gehalten wird.
Die werden eher verwirrt, wenn du ein anderes Template benutzt, als in der Regel benutzt wird. Da können die sich nicht mehr orientieren. Da wissen sie nicht mehr, wo sind jetzt die Financial KPIs? Die stehen normalerweise da rechts, halbe Höhe. Sehe ich nicht. Die haben normalerweise die und die Farbe. Sehe ich nicht. Normalerweise nutzen wir eine Ampel. Sehe ich nicht. Dann hast du die verloren. Dann holst du sie nicht dort ab, wo sie stehen. Gegenüber neuen Ideen, da siehst du schon, als Beispiel ist sehr signifikant, sind die da eher nicht so aufgeschlossen, sind da praktisch, pragmatisch veranlasst, das, was bisher funktioniert hat, das wird auch für dich gehen, bitte nutzt das Template. Und weil wir hier in einem Training sind, das sind die Typen unter uns, wenn du da eine starke Präferenz hast, dann lernst du einfach durchs Tun, weil da leitest du dann die Regeln ab, die allgemeingültigen Muster, die funktionieren, die nicht funktionieren. Was ich hier mitgebracht habe im Hintergrund, da haben wir es, ist mein Diagramm in der Situation, als ich in Kanada bei dem Startup, ich habe letztens davon gesprochen, in dem anderen Modul, als ich dort angefangen habe, das PMO mit aufzubauen. Da waren viele überrascht, hätten erwartet, Chris, du wirkst so strukturiert. Warum ist das so gering ausgeprägt? Und da möchte ich nochmal betonen, wie du das hier zu lesen und zu interpretieren hast. Ja, ich bin da mit einer Struktur rangegangen, weil ich da schon x Jahre, 10 Jahre waren das locker, Projektmanagement-Erfahrung hatte und ich wusste genau, was ich tue. Ich hatte meinen Plan im Kopf, wie ich Projekte manage. Für mich waren das keine neuen Herausforderungen. Andere Dinge inhaltlicher Natur waren für mich eine Herausforderung. Ich war zum ersten Mal bei einem Lebensmittelunternehmen, das vegane Sportlernahrung macht. Da drehte sich alles um Vitamine, Proteine, Inhaltsstoffe. Das war für mich neu, was ja, wie man Vitamin A, C, K, wie sie alle heißen, B12 in Sprossen reinbekommt, die ja normalerweise nichts sind außer Ballaststoffe und Wasser. Genau, das war Neuland für mich. Und dafür brauchte ich weniger Struktur, dafür brauchte ich mehr diesen Teil hier, den analytischen Part. Wie funktioniert denn das logisch? Ah, wenn ich die Sprossen in einer Nährlösung wachsen lasse, in dieser Nährlösung sind die Vitamine aufgelöst, dann werden die über das Wasser reingezogen und dann sind die enforced, enriched, also künstlich erweitert, angereichert um diese Vitamine. So kriegt man Vitamine in Sprossen, obwohl da keine drinnen sind. Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Ist die nächste Frage. Muss man das deklarieren oder nicht? Ist die nächste Frage. Höchst logische Denkprozesse, die da in meinem Kopf abgingen, die zeigen, dass ich da eher versucht habe, Zahlen, Daten, Fakten, Zusammenhänge zu sammeln, um dieses knifflige, für mich knifflige Problem, das neue Problem zu lösen und da wirklich auf Rationalität zu setzen, damit ich es auch anderen erklären kann, weil wenn ich das schon nicht verstehe, könnte es auch sein, dass andere im Projekt oder im Unternehmen, andere Stakeholder das auch nicht verstehen. Wenn ich es erklären möchte, muss ich es wenigstens mal durchdrungen haben. Und wenn wir jetzt auf dieses Rätsel gehen, was du vorhin wahrscheinlich zum allerersten Mal gesehen hast und du bist ein analytischer Typ, dann wirst du versucht haben, erstmal als Gedankenexperiment im Kopf zu lösen, ah, ja, 20 Bäume wären zu viel, das muss ich irgendwie überschneiden, wenn es ein Rechteck wäre, wie viele Bäume wären es dann noch? Ah, nee, reicht nicht, da müssten eigentlich nochmal 5 weg. Was sind das für eine geometrische Figur? Das würde passieren, wenn du ein stark analytischer Typ bist. Wenn du strukturiert bist, dann könnte es gut sein, dass du sagst, naja, das malen wir jetzt mal auf. 10 Bäume, ich male 10 Bäume auf, 5 gerade Linien, male ich 5 gerade Linien auf und dann gucke ich mal, wie ich die kombinieren kann. Und auf dein Projekt bezogen, wenn du analytische Typen in deinem Lenkungskreis stecken hast, dann tu ihnen den Gefallen, bring die KPIs mit, selbst wenn die sich nicht verändert haben. Und darauf können die sich viel leichter konzentrieren und auch beziehen, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. Ohne Zahlen und Daten, Fakten gibt es von denen keine Entscheidung. Die erwarten die auf deinem Sheet. Da ist vielleicht die Struktur völlig egal, aber die brauchen diese eine Zahl oder sie brauchen folgende Kalkulation da dahinter und sind nebenbei vielleicht basierend auf deinen Zahlen
am Rechnen von anderen Zahlen, ob das irgendwie zusammenpasst und was jetzt zu tun ist. Das sind die AnalytikerInnen unter uns. Und dann gibt es noch die, die das Rätsel einfach gelöst haben durch, ich skribbel hier mal ganz wild rum und probiere mal verschiedene Ansätze. Das sind die Visionären unter uns, die brauchen eigentlich nur so ein Zielbild und dann geht es weiter. Also wenn du in der Präsentation bist und das große Ganze, den Blick aufs große Ganze lenkst und herausstellst, was haben wir davon? Warum sind wir das ursprünglich mal angegangen, das Projekt? Was ist das Tolle, was hinterher dasteht und anders ist? Warum ist das wichtig, das Projekt? Das brauchen die visionären Typen, die grundsätzlich eher konzeptueller Natur sind, eine extrem stark ausgeprägte Vorstellungskraft haben. Deswegen fällt ihnen das auch so leicht, diese Vision in die Zukunft zu denken, sind, wenn es um Probleme, Herausforderungen, Risiken geht, extrem intuitiv und ideenreich, basierend auf ihrer Erfahrung, können die ganz viel rememorisieren und ableiten und auch aus anderen sie umgebenden Dingen können sie sehr viel Inspiration ziehen mit einer großen Leichtigkeit und sie erfreuen sich am Experimentieren. Neues, Ungewöhnliches wird denen total Spaß machen und das sind die, die, wenn du den Duschvorhang mitbringst oder den Nemawashi-Stein, die werden das zu schätzen wissen. Die schätzen diese Abwechslung und dieses kreative Moment, was darin steckt. Genau. Und das führt uns zum vierten Typen, den du noch erwarten kannst in deinem Lenkungskreis. Und das ist der soziale Typus. Das sind eher die beziehungsorientierten DenkerInnen. Die können sich ganz leicht in andere reinversetzen und wenn du denen Probleme rüberwirfst, die kämen eigentlich nicht auf die Idee, das alleine zu lösen. Die gucken, wer ist noch da? Wer kann mir helfen? Wer hat das schon mal gelöst? Wer kann dazu was beitragen? Und die können auch viel besser denken, wenn sie ins Gespräch mit anderen gehen. Da kommen ihnen die Ideen, da entstehen die Zusammenhänge, da entstehen Lösungsansätze. Aus dieser sich gemeinsam in die Situation versetzen. Sie sind auch extrem empathisch und mögen einfach Teamwork. Und ja, auf das Rätsel bezogen. Du hast vielleicht gegoogelt und gefunden, ja, das Rätsel hat ja wer anders für mich gelöst. Wunderbar, 5 Sekunden Job. Chris, was ist das nächste Rätsel? Oder Telefonjoker, du rufst wen an, der sich damit auskennt, der vielleicht Milton Erickson das dir davon mal erzählt hat. Du hast nicht den Anspruch, das alleine zu lösen. Und in einem Lenkungskreisausschuss sind das die Leute, die wissen wollen, wie das jetzt erarbeitet wird, wie sie daran andocken, was das Ergebnis ist, mit dem sie dann weiterarbeiten sollen, ob du Unterstützungsbedarf brauchst, ob du Risiken sitzt, wo wir siehst, wo wir als Company reinlaufen, wo wir uns schon für rüsten müssen. Also die haben diesen gemeinschaftlichen Gedanken und wir lösen die Probleme. Und die wollen natürlich dann auch in Diskussionen, in Austausch involviert werden. Die wollen regelrecht zum durchs Gespräch Denken gebracht werden, um was beitragen zu können zur Präsentation, die du zeigst, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, zu der Entscheidung, die getroffen werden muss, um ihre Gedanken auszutauschen, wollen sie, dass du sie einbindest und bittest, sich einzubringen. Und wenn wir hier, wir sind bei einem Training, in Lerntypen denken, dann ist das, du siehst, wir haben alle 4 Lerntypen, wir haben nur gewisse Präferenzen je nach Situation. Also nicht so stigmatisch betrachten das Ganze. Lernen durch Abschauen, wie macht der oder die das, gelingt diesen Typen extrem gut, das auf ihre Umwelt, auf ihre Projektbedingungen zu beziehen. Und wenn du dort starke Präferenzen, ähnlich wie ich hast, dann fällt dir das vielleicht schon alleine leicht, wenn ich meine Beispiele bringe, das auf dein Projekt zu transferieren und mitzunehmen, zu sagen, oh, ich weiß genau, was zu tun ist. Lass loslegen. Ich spreche noch mit ein paar anderen und dann wird es auch hier funktionieren. Dann hast du da wahrscheinlich eine sehr hohe Präferenz. So, damit sollte es dir gelingen, alle 4 Typen, alle Anwesenden abzuholen, denn irgendwo knüpfen die alle an. Und wenn du dann
all das aufgelegt hast, all das thematisiert hast, dann sollten sich auch alle beteiligen können, sofern sie es denn wollen. Und du entgehst einem Risiko. Dadurch, dass du eine Präferenz hast, bedienst du meistens vorrangig mit deiner Projektpräsentation im Lenkungskreis genau diese Präferenz. Wenn du ein analytischer Typ bist, bringst du Zahlen, Daten, Fakten und machst vielleicht die sozialen Visionären total kirre damit, weil die wollen jetzt endlich mal wissen, worum geht's denn hier und was brauchst du jetzt von uns, warum bist du überhaupt hier, weil sonst, wenn du nur Zahlen, Daten, Fakten präsentieren willst, dann schick mir eine E-Mail, die Präsentation kann ich auch so lesen. Wir sind jetzt hier beieinander, also was müssen wir gemeinsam klären und regeln? Darum geht es, dass du dir vorher bewusst machst, diese vier Denktypen gibt es, das ist deren Erwartungshaltung, wie dieses Meeting, diese Präsentation abläuft und wo du sie deswegen abholen musst, mit deiner Art und Weise zu präsentieren, mit dem, was du mitbringst und wie du das Ganze als Agenda didaktisch aufbaust. Didaktisch vom roten Faden, von der Storyline, was du Stück für Stück aufeinander aufbauend erzählst, mitteilst und wohin das Ganze führt. Wohin führt uns das Ganze? Zur Überleitung zum nächsten Video. Da wird es darum gehen. Jetzt sind wir mitten im Gespräch, das Gespräch zu lenken. Und das machst du am allerbesten, indem du die richtigen Fragen stellst und die Fragen richtig stellst. Denn wer fragt, führt. Und ich habe dir 10 praktische Fragetypen mitgebracht, um dein Repertoire, wieder geht es um das Spektrum, was wir erweitern wollen, dahingehend weiter auszustatten, dass du recht clever, smart und bewusst Gespräche in Präsentationen, in Meetings, in Workshops lenken kannst, um deine Wirkkraft zu steigern und deine Sichtbarkeit positiv zu erhöhen. Viel Spaß dabei im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf und sage danke für dieses hier. Bis gleich im Video zu den Fragetypen.